Ja, da sind wir ja mal wieder zurück. Entschuldigung, mein Mikro mit Folge 40. Und wie ihr seht, ist genau das, was wir schon mal hatten, eingetreten. Irgendwie standen wir auf der Mauer zuletzt und sind, ja, ich würde mal sagen, tot. Und der Chocobo guckt uns an. Ist er nicht süß? Ist er nicht süß? Wir gehen mal ins Bett. Wow. Ja. Nehmen wir mal die Baumwolle mit, haben wir ja nichts zu tun. Ach so, wir haben ja keinen Highstep und die können ja nicht schwimmen. Wir müssen eben warten. Ja, bis sich die Welt so ein bisschen aufgebaut hat. Ich glaube, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe, hätten wir vielleicht nicht pausieren sollen, als der Zombie in der Nähe war. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt die klügste aller Entscheidungen, wenn ich das so recht sehe. Aber gut, Entscheidungen werden getroffen. Damit sie. Ja, mir fällt nichts ein, getroffen werden. So, Entschuldigung, dann gehen wir mal zurück und gucken wir mal. Achso. Können ja die Baumwolle hier lassen. Ist ja auch blöd. Haben wir denn hier. Oh, Entschuldigung, ich habe leichtes. Ja. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ich habe leicht aufgestoßen. So. Beim Sprechen. Warum? Weiß ich auch nicht. Ist so. Natürliche Körperfunktion. Da ist schon unser Licht. Och, ist das denn nicht schön? Ist das denn nicht süß? Wow. Ja. Okay, da müssen wir jetzt mal gucken. Könnte sein, dass da noch irgendwas ist. So, ja. Ich glaube wirklich, ne? Das war ja, der Zombie war in der Nähe. Und ich muss mir das echt abgewöhnen. Das war letztes Mal, glaube ich, auch schon so. Weil während das Spiel runter und wieder rauf fährt, ist das servertechnisch, glaube ich, schon aktiv, dass Aktionen passieren, wo wir aber noch nicht eingreifen können. Ich glaube, das ist das Problem dabei. Ja. Gut. Wir haben einen schwebenden halben Turm. Das ist auch nicht schlecht. Ja, Ungrab. Guck mal, ist das nicht schön? Ist es denn nicht schön? Ist es denn nicht wunderbar? Ja, mein Gott. Das nenne ich doch mal schön. Genau. So, also der Chocobo ist und wacht über uns, damit uns keiner, ne, hier keine Grabschändung passiert. Finde ich doch schön, ja. So, jetzt können wir das in Ruhe einsortieren, haben wir auch was zu tun. Dann kriegen wir die Zeit der Folge ein bisschen rum, das ist ja auch nicht schlecht. So, packen wir hier mal ein Schwert hin. Hier packen wir mal, brauchen wir im Moment nicht. Das nehmen wir auch später. Nehmen wir mal die Eisenpickaxe, ein Schüppchen und das Hämmerchen. Das lassen wir mal da oben. Packen wir wieder das Bett hin. So, was packen wir denn da unten hin? Den Schlüssel nehmen wir auch mal dahin, für den Fall, dass das. Ach Quatsch, wir haben ja hier, wir brauchen ja noch die Steine. Das ist der. Oh, der Punkt, genau. Also schlafen müssen wir jetzt ja gar nicht, weil wir sind ja glücklicherweise gerade gestorben, was ja sehr schön ist, ja. So, dann packen wir die Steine mal dahin. Ich weiß. Und jetzt können wir das eben schnell hier rauskriegen, hoffe ich. Ja. Zack, klick, klick, klick und klick dich. Zu Tode, genau. Aber den Grabstein müssen wir natürlich entfernen, weil. Sorry, sorry. Weil wir hier natürlich noch bauen müssen. So. Dankeschön. Kriege ich auch meine Handschuhe wieder? Ja. Nur mein Rucksack, glaube ich nicht. Das ist jetzt gerade das Problem. Gucken wir mal eben. Handschuhe hier hin. Rucksack bitte hier hin. So. Dann haben wir das. Ja, mein Freund. Danke fürs Bewachen meines Grabes. Sehr lieb von dir, du, du, du. So, dann wollen wir hier weitermachen. Und jetzt mal gucken, dass wir hier wirklich ein Stück vorankommen. Das fände ich, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. So, jetzt habe ich das hoffentlich nicht zu groß gemacht. Ich habe die Befürchtung doch. 2, 3. Nee, stimmt, doch, stimmt. 3. So, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 3. 5, 2, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 und 5. Ja, da wären wir doch fast schon wieder so weit wie letztes Mal. Beim letzten Mal. Genau, das können wir schon mal mitnehmen. So, das hieße dann, das wäre jetzt unsere Ausgang. Kommst du hier hin? Ja, kommst du hier hin?
Nein, will er nicht. Okay. Ah, so, wir sind voll. Ja, das habe ich jetzt. Ja, ich brauche jetzt keinen Spinnenfuß. Dankeschön, geh weg. So, das wäre jetzt sozusagen dann größer. Das heißt, man würde von hier hinkommen. Das ist jetzt ein bisschen zu groß. Weil wir müssen dann hier die Treppe machen, aber hier sollen ja dann ja eigentlich die Dings hin. Also ein bisschen weiter hinten. Und ich glaube, das ist zu groß, ne? Weil wir haben jetzt. Oh. Wo haben wir denn die Axt? Axe me. Ja, sehr gerne doch. Sehr gerne doch. Ja. So, dann gucken wir mal. Okay, das ist wirklich riesig, glaube ich. Das ist jetzt schon immens. Aber wir müssen dann von hier aus. Jetzt machen wir mal eben so ein bisschen, was ich eigentlich gedacht habe, wie wir es machen. Oh. Glaube ich echt ein bisschen viel. Ja, danke schön. So. Machen wir das dahin. Und das dahin. Das dahin. Das dahin. So, dann müssen wir es echt eigentlich so machen, ne? Oh. Haben wir denn noch eine Pickaxe? Mein Gott, räum doch jetzt mal eben das Ding aus, Junge. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. So, was brauchen wir denn nicht? Ja, wir brauchen eigentlich alles. Gravel schon wieder. Wieso haben wir jetzt Gravel dabei? Mann. Achso, wir können den Rucksack mal im Rücken packen. Sekunde. So. Haben wir das? Mal auf, wir packen jetzt die ganze Kacke, die wir nicht brauchen, da rein. Das braucht kein Mensch. Compressed Cobblestone lassen wir mal hier. Das brauchen wir nicht. Ist mir jetzt auch egal. Wir können das auch so verteidigen. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Und schlafen können wir dann gleich, wenn wir das soweit fertig haben. So. Wäre dann bis hier, ne? Bis hier wäre dann die Burgmauer. Da haben wir aber ein riesiges Areal hier. Und das ist eigentlich, doch, könnte man machen, ne? Ist gar nicht so schlecht. Genau, weil man kann ja noch unheimlich viel draufbauen, wenn man möchte. Weil dann müssten wir jetzt nämlich von hier aus noch die 1, 2, 3, 4, von hier aus die Mauer machen. So, genau. Jep. Oh, das war jetzt, jetzt wollte ich cool werden. Habt ihr gemerkt, habt ihr voll gemerkt, dass ich hier cool wirken wollte. Das hat aber jetzt nicht geklappt, würde ich mal behaupten. Okay, So, machen wir mal eins. 2, 3. Genau, und dann hätten wir das nämlich hier. So, 1, 2. Ja, wir machen das jetzt mal erstmal so, was ja natürlich Quatsch ist, weil wir das nicht so machen werden. Aber damit wir mal die Größe des Geländes sehen, wie groß das eigentlich sein soll. Ich wollte ja hinten eigentlich wie so eine Art Terrasse bauen, dass wir das so ein bisschen lassen mit dem Bett. Ihr Spined Skeleton went up in flames. Das ist eine sehr gute Nachricht. Lass das Spined Skeleton mal in flames sein. Sind wir jetzt gar nicht so schlecht. So, haben wir denn jetzt alles? Nein. Müssen wir noch ein bisschen was nehmen? Ja, so. Nehmen wir den und den und den. 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 Ja, ich weiß, es ist ätzend. Was denn jetzt? Oh. Ne, wir müssen ja dann auch von da. Achso, ich wollte gerade sagen, wer ist denn jetzt da? So, ich muss ja mal eben gucken, von wo bin ich denn hier abgebogen? Das habe ich jetzt auch noch nie raus. Ich glaube, ich war zu weit vom Mikro weg, sorry. Ja. Sekunde. Nit. Okay, da sind wir wieder. Ja, ich weiß doch. So, und dann müssten wir hier drei reingehen, ne? Eins. Zwei. Genau. So. Dann müssten wir hier. Mal im Weg, danke.
erstmal hier den dritten machen, richtig? Und dann wäre das so. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Eins, zwei, genau, dann sind es drei. Ja, wunderbar. Also das wäre dann die Fläche, die wir jetzt zur Verfügung haben. Die ist natürlich jetzt nicht so, ich dachte. Aber ich glaube, so geht's. Ne? Dann machen wir da vorne die zwei Dings hin. Da können wir auch mal eben die, wie heißt es? Sagen wir mal schnell. Ich komme jetzt nicht drauf. Die, nein, nicht dahin. Das wäre jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Und richtig vor allen Dingen wäre es. Wäre nicht richtig. So, dann haben wir das, ja. Wenn ich zwischendurch etwas lauter rede, dann ist das so, dass wir zwar mittlerweile abends 22 Uhr haben, während ich das hier aufnehme, aber die fünfjährigen Nachbarskinder noch in Diskussion mit sich und den Eltern sind. Und das führt manchmal dazu, dass sie einfach spontan aus sich heraus schreien. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, ein paar Mal. Passiert. Und ich weiß halt nie genau, was das Mikrofon jetzt einfängt und was nicht einfängt. Und ich habe auch keine Lust, dann ewig irgendwie eine halbe Stunde zu unterbrechen, bis sie fertig sind. Von daher kann es sein, dass ihr zwischendurch jetzt so ein bisschen Kindergeschrei hört. Ist ja auch erst abends um 10. Also da sollten Kinder in dem Alter auch nicht schlafen. Das sehe ich auch so. Man sollte die auch nicht irgendwie zwingen. Genau, dann können wir das nämlich da wegmachen. Und dann hätten wir hier nämlich jetzt auch die nächste Höhe. Richtig. Das wäre dann der Punkt, das machen wir später noch anders, wo die Treppe käme, ins Spiel käme. Und sozusagen das Eingangstor, das wäre dann hier. Ja. So, hier hätten wir dann auch noch ein, habe ich denn jetzt das Holz mit? Ja, ein bisschen Holz habe ich doch dabei. Das heißt, das hier wäre der Punkt, wo wir, genau. So, damit wir das nicht vergessen. Heißt ja nicht, dass es, eins, zwei, ja. Hey, Chocobo, ich hab dich auch lieb. Falsch. Vollkommen falsch. Ja, natürlich. Das sehe ich doch auch so. Absolut richtig. Absolut, mein lieber Chocobo. Ja. So, dann machen wir das da drüben auch. Dann haben wir zumindest schon mal die Optik. Im Moment ist es ja eine Burgruine. Aber macht ja nichts. Mich hier verbaut? Nee, ist richtig, glaube ich. Ist das hier auch so? Habe ich das Gefühl? Nee, ist richtig, genau. So, das hieße ja dann, dass ab hier die Empore wäre sozusagen. So, hier. So, das heißt, hier wäre der Weg. Und was? Oh, nicht schon wieder, Alter, ey. Mann, und auch noch so ein kleines Kackbaby. Ja, meh. Du kannst ja nicht mal sprechen, du Hirsch. Mann, dankeschön, schlaf weit oben. So muss das sein, so ist es richtig. Dankeschön. So. Ja, und schon ist er weg. Aber ich glaube, das ist ganz gut, ne? Wenn wir dann da hinten anfangen, das Haus zu bauen, könnte... Der ist ja immer noch da. Wieso brennt der denn nicht? Was ist mit dir denn los, Junge? Hä? Wieso brennen die Zombies hier nicht mehr? Besonderer Schutz, oder was? Grüße. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Hä? Ich hab den nicht. Ne, ist eine Blume. Ich denke schon, wo ist er denn? Okay, dann ist er halt. Doch nicht. Ist er halt nicht. Ja, ich weiß. Ach, da ist er. Hi. Ist aber schnell. Ey, mach mal das Ding aus. Ja, was macht er denn da, der Kleine? Ja, komm, wir spielen Fang. Ja, komm, wir spielen Fang. Wo ist er denn? Ui, da hat er mich. Ui. Da hat er mich. Guck mal, da hab ich ihn. Ja, hab ich ihn gleich. Ja, was macht er denn? Oh. Böser Puttegang. Oh, wie schade. Ja. Das hätte ich jetzt aber gern länger gespielt. Fang ist so ein schönes Spiel, finde ich. Also, bisschen merkwürdig, ne? Aber naja, gut, kann man nichts machen. Ist dann wohl so. Genau. Nee, drei wollte ich jetzt erstmal nicht, weil ich wollte nur zur Optik wegen. Nein, der Optik wegen dann nicht. Mann. Also manchmal ist man echt zu blöd. Irgendwas. Kommst du jetzt hier hin? Nee, der will nicht. Was ist mit dir denn los? Ja, mach ruhig auch noch ein paar Lags dazu. Das brauche ich auch. Das ist, wenn da keine Lags sind, dann bin ich echt enttäuscht. Ja, weil das ist dann so, ja. Da denkt man sich dann auch, ja, hätte besser laufen können. Aber
Da halt nicht, ne? Da müssen wir das hier doch wegmachen. Das ist ja echt blöd. Weil hier, das ist, ja. Weiß noch nicht genau, ob wir das Haus höher bauen. Da muss ich nochmal gucken. Genau. Und wenn wir das da gleich wegnehmen, dann ist die Irritation für mich auch vorbei. Genau. So, dann wäre das. Und das wäre. So, müssen wir auch hier, glaube ich. Obwohl eigentlich nicht. Es darf ja auch ruhig mal Rasen da sein. Warum denn nicht? Dann ist es ja unterschiedlich. Ne? Es ist so eine Art kleine Burgfeste, könnte man sagen. Eine Festung, ja. Ohne Festung dafür ist, glaube ich, zu klein. Und es soll ja auch keine Burg sein. Also es wird jetzt nichts irgendwie Ritterliches oder so. Eigentlich, jetzt muss ich wirklich mal eigentlich sagen, eigentlich war das nicht vorgesehen. Aber wer weiß, was sich jetzt noch ergibt. Das müssen wir erstmal rauskriegen. So, als nächstes müssen wir natürlich gucken, dass wir das hier alles wegkriegen. Das halte ich mal für sinnvoll, glaube ich. Ne, den Hammer wollte ich haben. Deswegen hatte ich eigentlich auch das Menü geöffnet. No. Ja, wir müssen uns nach oben bauen. Geht nicht anders. Ansonsten funktioniert das, glaube ich, nicht. Ja. So, bumm. 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 Geht das? Ja, supi. Geht das? Nein. Nicht supi. Ja, mein lieber Chocobo, du kannst ja da rausfliegen, glaube ich, oder? Ich meine doch, dass du zwei rauf kannst, wenn ich mich nicht irre. Wenn nicht, helfe ich dir gleich. Du sollst natürlich jetzt nicht in meinem Verlies gefangen sein. Dafür bist du ein viel zu schickes Tier, als dass ich dich hier, Mann, im Dings lasse. Genau, ja. Aber ich glaube, ich muss gleich nochmal die Aufnahme unterbrechen. Die fangen, glaube ich, drüben an, jetzt etwas wilder zu werden. So nach dem Motto, es ist spät am Abend. Je später der Abend, desto lauter schreien die Kinder. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Grundprinzip hier. Ansonsten wohne ich ja nicht gerne. Ja, ansonsten ist gar nicht so schlecht. So, na gut, sammeln wir erstmal auf. Ja. Ah. So, dann haben wir das auch gleich. Danke, danke. Mitnehmen. Müssen wir echt schnell sein. Also jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier zu Potte kommen. Es kann sein, dass ich jetzt mit dem Mikrofon so ein bisschen rumhantiert habe, weil ich mich hier so ein bisschen konzentriert bewege gerade. Was jetzt nicht unbedingt im Gameplay auffällt, aber ist wirklich so. Und dann rutscht man schon mal. Ja, wie soll ich das sagen? Hin und her, genau. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Schweres Wort. Sehr schweres Wort hier. Ja, ich weiß doch. Aber ich bin doch gleich da. Pass auf. Ich mach dir gleich Tür und Tor auf, aber dafür hast du mir schon mal eine Feder da gelassen. Was ich sehr lieb von dir finde. Guck mal. Bau dir jetzt mal eine Treppe. Okay? Hier, guck mal. Wenn du willst, da kannst du rüber. Okay? Wunderbar. Wäre natürlich schön, wenn du hier bleibst. Aber du sollst ja ein freies Tierchen. Ach, deswegen. Okay, jetzt habe ich es verstanden, ja. So. Jetzt müssen wir mal langsam. Ja, setz mal Musik ein. Da muss ich nicht so viel reden. Haben wir schicke Minecraft-Musik. Hier mal positiv. So. Ja. Hey. Dankeschön. Ja. Das dauert aber, das Abbauen dauert ja länger als das Aufbauen. Mann. Ich sagte, du kommst auch so da hoch. Oder bist du jetzt da hinten rüber gelaufen und die dann hier hin? Du kleines, kluges Kind, Tier. So, gehen wir mal eben nach oben. Oh, ich glaube, hier kommen wir höher. Ey. Ja. Wollen wir eben das Holz abbauen. Wo ist der Axt? Mit der Axt bauen wir der Holz ab, damit der Holz kann fliegen auf Boden. So, wunderbar. So fliegt Holz auf Boden. Und bitte jetzt nicht machen unsere weg, wo wir darauf stehen. Das wäre nicht günstig. Hm. So, doch, haben wir doch gemacht, ja. Sehr schön. Gehen wir nochmal einen runter. Ja. Ich glaube, wir können jetzt mal eben so hier rüber gehen. Ja, das werden wir noch hinkriegen, glaube ich. Dann
geht's auch schon weiter. Ja, machen wir halt eine Stunde, eine Folge, wie baue ich einen halb verfallenen Turm ab. Ist doch auch schön. Vielleicht nennen wir die Folge auch so einfach, ja. Bau ab, bau ab, bau ab, ja. So. Ja, ich weiß. Aber der Chocobo find's spannend. Also der bleibt uns erhalten. Also von daher machen wir schon mal in der Fraktion nicht unbedingt viel falsch, würde ich sagen. Ja, da sind wir wieder. Ich habe kurz pausiert, weil ich mal eben weg musste, quasi. Wir machen noch einen Holzblock. Ja, dann haben wir das endlich soweit geschafft. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so seine Richtigkeit hat, aber es gefällt mir jetzt schon besser. Wir haben mehr Platz. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir da hinten noch Türme hinbauen. Da bin ich auch schon am Überlegen. Das weiß ich ehrlich noch nicht. Aber ich will nicht unbedingt ein Schloss bauen. Das ist das. Also das fände ich jetzt nicht so. Ich wollte eher, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Feste das richtige Wort ist. Ein Hauch altertümlich vielleicht, aber bin ja auch am Überlegen, das Haus so ein bisschen im, wie heißt es denn noch? Ich komme jetzt ehrlich nicht auf das Wort. Das ist ja grausam. Wir könnten das auch in Etagen lassen, genau. Dass man das vielleicht so macht und dann nochmal einen höher geht. Da und dann da hinten auf der höheren, auf dem höheren Plateau dann, also so zum Beispiel, dass man, weil das wäre jetzt auf dieser Höhe, genau. Und dass man hier nochmal ein, ab hier, quasi ein draufsetzt. Genau. So. Das wäre jetzt so die Idee. Genau. Machen wir es mal eben so. Ey, Dankeschön. Und Action. So. Ja, hau dir das mal ins Gesicht, Kind. So ist das richtig. Ja, hat sich voll ins Gesicht kauen. Was ist das denn für eine kleine Dumme? Au. Du geht doch nein. Dankeschön. Ja. Quatsch, da sollten wir, glaube ich, eine Axt für nehmen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Das müssen wir eben wegmachen. Genau, dann wäre das die nächste Ebene. Das heißt, wir würden hier so, und dann wäre hier quasi das Eingangstor. Das ist mal eben voll. Ey, danke. Ja, geht doch. Ups, hurt me though. Ja. Oh, werde doch bitte helle in einem. Oh. In einem Bächlein helle. Warm launig die Forelle. Ach, Forellchen schwimmt so schön. In dem Bächlein liegt ein Föhn. Schon war die Forelle weg. So. Das wäre jetzt, gut, dann würde man jetzt von dem Turm am Anfang hier nicht mehr so viel sehen, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil man weiß ja, dass er da ist. Genau, so. Damit wir aber auch mal ungefähr wissen, wo wir dann, also wir machen das jetzt wirklich nur mal um, ich glaube, das geht unten schneller, ne, wenn wir da stehen und das einfach gegenhauen. Genau, so. Sehr gut. So, da müssen wir das noch bis hier, glaube ich. Ja. Ah. Kriegen wir das auch hin, wenn wir da rückwärts gehen? Das müsste eigentlich auch klappen. Und mal eben. Ja. Wieder raus. Genau. Den Boden machen wir vielleicht noch anders. Wobei ich den am Anfang, glaube ich, so lassen würde. Bevor wir jetzt gleich weitergehen. Genau. So, das wäre jetzt so das Opening. Müssen wir nochmal gucken, dass wir hier in der Mitte 1, 2, 3 nochmal einen Linksblock setzen. Ja, dann würde man, müssen wir gleich mal gucken, ob wir denn aus geschisseltem Stone denn auch das Dings machen können. Weil dann wäre, jetzt haben wir 1, 2... So, das wäre der Dings, genau, so.
Bevor wir jetzt hier gleich mal eben die Folge verenden, mal eben gucken, dass wir diesen Grundriss zumindest jetzt mal fertig kriegen. Weil das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, genau. Ja, ich sage übrigens 100 Mal genau. Das ist so eine merkwürdige Art, wenn ein Gedanke abgeschlossen ist, sage ich mal so, genau. Ist leider unkontrolliert. Müsst ihr halt mit leben. Genau. Hat er das wieder gesagt, ne? Wohl, hier würde ich gerne was anderes machen. Also ich will jetzt hier nicht unbedingt eine riesige Burgmauer hochziehen. Ich glaube, da machen wir eine normale Mauer. Oder gucken wir mal später, weil wir auch Carpenter hier drin haben, ob wir mit den Carpenter-Zäunen vielleicht was machen können. Dass wir vielleicht so die erste Reihe vielleicht auch mit diesem bemoosten Stein machen. Und auf dem bemoosten Stein dann vielleicht so eine Art Holzzaun oder sowas drumherum bauen. Den lassen wir jetzt nochmal da drin, damit wir da raufkommen. Ich glaube, oh, jetzt müssen wir hier nochmal eben machen. Ansonsten komme ich wirklich durcheinander. 1, 2, 3. So, wo ist unser Holz? Da. 3, jawohl. 1, 2, 3. So, ich habe leider, ich versuche das zu unterdrücken, es tut mir echt leid, ich habe leider, oh, ich, jetzt habe ich auch nicht falsch gekriegt, ich hoffe, das hat man nicht gehört, ja, ich wollte es gerade erklären, ich habe so ein leichtes Problem, dass ich so Hiccups habe, so aufstoßen muss, ja gut, das habe ich jetzt auch bewiesen, dass ich da jetzt nicht die Unwahrheit sage. Ich glaube, die machen wir auch 3 hoch. Genau, so, dann haben wir die. Nein, nicht da, sondern da. Genau, so. Da drüben auch noch. Oh, nicht runterfallen, komm. Ja. Dann machen wir das da drüben auch. Ich glaube, dann kriegen wir so langsam so eine Vorstellung, also ich zumindest, was ihr jetzt bekommt, weiß ich ja noch nicht. Ne, 3 ist mir jetzt zu hoch. Dankeschön. So, dann wissen wir jetzt ungefähr, sind wir fast so weit wie am Anfang, aber jetzt haben wir das Gelände ein bisschen abgesteckt. Das müssen wir auch sagen. Oh, da drüben noch. Ja, dann haben wir es. Ja, das ist ja erstmal nicht schlecht, würde ich mal sagen. Ja, dann bedankt, herzlich bedankt und wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffe ich doch. Dankeschön und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.